Hey YouTube, Tarzod Commander hier mit einem Battlefield-Moment. Wobei es heute streng genommen nicht ein Moment ist, sondern die Summe von verschiedenen. Ich hatte ja vor einigen Wochen ein Video dazu gemacht, wie nützlich das MRV im Spiel sein kann und dass es neben Spawn-Beacons und Mörsern eben auch gegnerischen Sprengstoff zerstören kann und damit auch entsprechend nahestehende oder darüber laufende Gegner verletzen kann. Normalerweise ist das hier aber eine Gelegenheit, die man ziemlich selten erhält, lang nicht jede Runde und wenn, dann bietet sie sich meistens auch nur einmal. Aber hier ist jetzt eine Runde Rogue Transmission zu sehen, wo es sich eben nicht auf eine solche Gelegenheit beschränkt hat. Bam, ich hab direkt einen Kill gemacht. Ja, da hat gerade einer Minen gelegt, das war sein Verhängnis. Ja, so habe ich es am liebsten. Oh ja, er läuft wieder drauf. Ja, geil, direkt noch einen Kill gemacht. Komm, lauf du auch noch auf die Minen. Bitte lauf auch noch auf die beiden verbleibenden Minen. Geil, da liegt schon wieder einer Mine. Nein, ich habe sie verfehlt. Scheiße. Chance. Ja, das hätte easy noch ein Kill sein können, aber es läuft, glaube ich, gleich einer drüber. Ich habe ihn im Visier. Bam, enemy killed. Das ist so geil, ey, mit dem MAV. Da ist noch einer hinter euch übrigens. Ja, wirklich geil. In dieser Runde ist es bei diesen drei Kills geblieben, aber ich habe tatsächlich mittlerweile eine Runde auf Hammerhead im Rush-Modus als Angreifer gehabt, wo ich, glaube ich, 5 Kills mit dem MAV geschafft habe und mittlerweile habe ich es auch hinbekommen. Nur unter Benutzung des MAVs, in dem Fall glaube ich sogar ohne einen Kill zu machen, der Beste in meinem Team zu sein. Klar, mehrere MAVs auf einer Seite lohnen sich kaum, aber wenn ihr im Rush-Modus Angreifer seid, es nicht so richtig vorwärts geht und noch niemand aus eurem Team mit dem MAV unterwegs ist, ist es eure Gelegenheit. So viel also zu diesem Battlefield-Moment. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt-mir-Button. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt Abonnieren. Bis zum nächsten Mal.